Das Biedermann-Image hat die A-Klasse mit dem Modellwechsel abgeschüttelt. Aus hoch praktisch langweilig wurde flach sportlich schick. Gute Eigenschaften wie Sparsamkeit und kompakte Außenmaße hat der Stuttgarter jedoch behalten. Als A180 Blue Efficiency Edition erfüllt der kleine Mercedes sogar schon die Abgaswerte für die Euro 6 Norm. Doch sparen ist nicht alles. Im jugendlich gestalteten Innenraum gibt es daher viel Komfort. Und unter der Haube genug Power, auch für flottes Fahren. Der 1,6-Liter-Motor leistet 122 PS. Verbrauch laut Werk sparsame 5,2 Liter. Spitzengeschwindigkeit 190 km/h. Grundpreis knapp 25.000 Euro. Die Edition-Version unterscheidet sich von der normalen A-Klasse durch ihren reduzierten CO2-Ausstoß. Der reduzierte CO2-Ausstoß wird hier erreicht durch Teilabdeckungen im Kühlergrill und durch eine längere Übersetzung im fünften und sechsten Gang. Das nimmt die A-Klasse natürlich hier beim Schalten, insbesondere beim Gleiten auf Landstraßen oder auf Autobahnen, etwas an Agilität. Dennoch, träge ist sie nicht, die Sparklasse. Hinter dem A180 versteckt sich in Wirklichkeit ein 1,6 Liter Turbomotor, der schon ab 1200 Touren rund 200 Newtonmeter auf die Kurbelwelle wuchtet. Diese A-Klasse ist sicherlich kein Spitzensportler. Doch auch mit dem kleinsten Benziner ist der Schwabe nicht untermotorisiert. Für den Otto-Normalfahrer ist diese Kraft ausreichend. Leistung und Ökonomie sind bei diesem Motor kein wirklicher Widerspruch. Die 122 PS auf der einen Seite, 5,2 Liter Spritverbrauch auf der anderen. Und natürlich ein CO2-Ausstoß von 120 Gramm pro Kilometer. Und der tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch dem Geldbeutel. Denn ab 2014 kostet der A180 Blue Efficiency nur noch 82 Euro Kfz-Steuer im Jahr.